Hi und willkommen zu diesem neuen Video hier bei Jonas. Nachdem es in den letzten Videos oft um Smart Home oder Smartphones ging, geht es heute mal wieder um meinen täglichen Begleiter, meine Apple Watch. Näher gesagt zu dem Armband hier, denn das habe ich jetzt seit ein paar Wochen in der Nutzung und ich hatte ja die Lederarmbänder von Bandwerk. Das waren echt geniale Bänder, aber echt Leder. Heute haben wir was für alle Veganer und Tierliebhaber von euch. Was das ist und was das mit der Ananas da zu tun hat, das seht ihr in diesem Video nach dem Intro. Viel Spaß! Zunächst aber mal ein großes Dankeschön an Mezando, das ist der Hersteller von den Bändern und die haben mir das zur Verfügung gestellt. Die kamen auf mich zu und haben gefragt, ob ich es testen möchte und das klang mega interessant, da habe ich natürlich gesagt, dass ich euch das gerne vorstellen würde. Wenn ihr zukünftig auch solche Produkte nicht verpassen wollt, dann lasst gerne ein Abo da und dann sehen wir uns schon bei einem der nächsten Videos wieder. Mezando arbeitet hierbei mit einem Material, das heißt Pinatex und ist von der Londoner Firma Ananas Anam. Die stellen aus Zellfasern von der Ananaspflanze diese Produkte her und bilden damit ein lederähnliches Gewebe, was echt gut aussieht und was man im Alltag nicht immer von Leder unterscheiden kann, denn die Struktur ist von der Oberfläche ähnlich. Das Ganze hat den Vorteil, dass die Ananasbauern, die ja normalerweise nur Ananas verkaufen, auch die Pflanzen, also den Rest von der Ananas, verwerten können und eben aus diesem diese Zellfasern für dieses Produkt Pinatex herstellen können und weiterverkaufen können. Das ist gut für die. Das Ganze ist PETA-zertifiziert, das heißt, es ist 100% vegan. Für die Herstellung werden keine chemischen Farben verwendet und auch fast keine Zugabe von Wasser. Es ist also so ziemlich das perfekte Armband, wenn man so möchte. Ich finde es nicht schlecht. Aber schauen wir uns das mal im Detail an. Wie auch damals schon bei Bandwerk kommt das Band mit farblich abgestimmten Konnektoren auf die Uhr zu euch. Leider dabei ist das Ganze in Hochglanz gehalten, das heißt der Adapter an sich ist nicht Hochglanz, aber die äußeren Teile, wer von euch eine Edelstahl-Rostgold-Variante hat, der wird sich freuen. Bei mir sah es ein bisschen blöd aus, dadurch, dass es eben jetzt so shiny ist und auch der Verschluss, der zwar schön minimalistisch gehalten ist und mit diesem matten Mezando-Logo ganz gut aussieht, der aber auch leider glänzt, passt das Ganze vielleicht nicht 100% zur Uhr. Anders aber die Farbe. Ich war erst ein bisschen skeptisch, habe ja jetzt von Bandwerk ein paar Farbvarianten. Dann dachte ich, probiere ich mal was Exquisiteres aus. Habe mich jetzt für dieses Rot-Orange entschieden und das war echt super, denn das ist eine geniale Farbe, hat ein bisschen einen matten Ton und passt perfekt zum Material und sorgt zusätzlich natürlich für noch mehr Aufsehen. Auch in Kombination mit dem Gold ein echter Hingucker. Gerade jetzt hier mit so einem schlichten blauen Hemd kann man das echt super tragen und im Alltag passt das zu jeder Situation. Im Alltag hat das Band auch sehr überzeugt vom Tragekomfort, das heißt sowohl außen als auch innen ist es sehr hochwertig verarbeitet und ihr habt da auf jeden Fall die Qualität, für die ihr zahlt. Aktuell hat Mezando auch eine Werbeaktion, ich weiß nicht, ob das weiter fortgesetzt wird oder nicht. Schaut da gerne mal vorbei, preislich liegen die so bei ca. 50 Euro je nach Modell, aber verglichen zum Beispiel mit Bandwerk ist es gut, weil hier haben wir ein veganes Produkt und das kostet fast die Hälfte von Echtlederprodukten. Das Ganze wird in Deutschland hergestellt und hat neben dem Verschluss und dem Band an sich noch so einen kleinen verschiebbaren Teil, wo man eben das Ende vom Band reinstecken kann. Also verarbeitungsmäßig top. Natürlich hat man die Verformungen nach einer gewissen Zeit, aber das Verhalten ist wirklich ähnlich wie bei Leder. Einzig negativ ist mir während der Nutzung aufgefallen, dass es an manchen Stellen so ein bisschen ausfranst. Ob das jetzt diese Halter sind, wo das Band reingeschoben wird oder auch die äußeren Ecken, da hat man so ein bisschen wie so einen Zellstoffcharakter, also das löst sich so ganz leicht auf. Wird sich zeigen, wie das in Zukunft ist. Ich habe es jetzt über einen Monat im Gebrauch und es hält sich noch in Grenzen. Wenn man ein bisschen schwitzt, wird das Band auch an manchen Stellen ein bisschen speckig. Das verhält sich dann nicht ganz so wie bei Leder, sieht aber nicht schlimm aus und ich habe noch das Gefühl, dass man es gut tragen kann. Also da denke ich, ist es auch auf längere Zeit auf jeden Fall möglich. Diese leichten Verfärbungen und Auflösungserscheinungen hat man auch im Knickbereich, also da, wo man eben das Band immer durch die Lasche fädelt. Das ist aber normal. An sich sitzt das Band auch gut in der Uhr. Es hat für meinen Geschmack ein bisschen zu viel Spiel. Das heißt, man kann es ein bisschen zu sehr hin und her bewegen. Dadurch rutschen auch manchmal die Konnektoren so seitlich raus. Also nicht, dass die rausfallen oder dass man dann das Armband und die Uhr verlieren, sondern eher so, dass es seitlich ein bisschen raussteht. Ist natürlich eine reine optische Sache, ist mir jetzt aufgefallen. Vielleicht auch nur, weil ich andere Konnektoren gewohnt bin. Verglichen mit Apple ist es ungefähr auf einem Niveau. Ich möchte das Video gar nicht in die Länge ziehen und deswegen wäre ich jetzt auch
das Ganze schon langsam dem Ende entgegenbringen. Mir haben die Bänder wirklich sehr gut gefallen und ich finde, sie machen am Arm einen guten Eindruck. Ich hatte jetzt, wie gesagt, die rote Variante ist einfach Geschmackssache, da müsst ihr euch entscheiden. Wenn euch viel an der Umwelt liegt und an den Bauern, die euch eure Ananas früh auf den Tisch servieren, um da kurz rüber zu schauen, wenn ihr die unterstützen wollt und wenn die nebenher noch ein bisschen was verdienen sollen und natürlich, wenn ihr hier ein veganes Produkt haben wollt, dann könnt ihr dazu greifen und dann ist das wirklich eine super Alternative im Vergleich zu den ganzen herkömmlichen Bändern und wenn man vielleicht nicht so auf dem Metallarmband steht. Gerade wenn man das Ganze dann in der ledertypischen Farbe nimmt, fällt das, denke ich, gar nicht auf, dass man hier kein Lederarmband hat, hat immer noch den Vorteil und man kann das Ganze super tragen. Ich hoffe, ich konnte euch mit dem Video ein bisschen was zu dem Band erzählen. Ich finde es eine coole Alternative zu den normalen Bändern, die sonst so auf dem Markt sind. Und ja, dann würde ich sagen, war es das schon wieder mit diesem Video. Schaut gerne bei mir auf den anderen Social Media Kanälen wie Twitter und Instagram mal vorbei. Da poste ich auch immer noch ganz gute Produktfotos von den Sachen, die ich auch hier auf dem Kanal teste. Also wenn euch das interessiert, schaut da vorbei. Und ansonsten, wenn ihr ein Abo da lasst, dann sehen wir uns auch beim nächsten Video wieder. Darüber würde ich mich freuen und dann sage ich bis dahin, ciao.